Quicktime-Events. Ich hasse sie. Ja. Haben wir schon mal gemacht. Bleibst du mal da? Okay, die andere runterhellen. Und weiter geht's. Wir werden hier ja bestimmt nicht lange. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Wir werden hier nicht lange bleiben können. Sie kommen doch sofort. Die wissen ja, wo wir runtergesprungen sind. Geht zur anderen Seite! Sie schicken Helikopter und Hunde. Und runter! Jetzt geht's hier wieder ins Quicktime-Event. Quicktime-Event-Tiere. Ducken, ducken! Verdammt. Okay, ich klicke rechts, aber sieht auf links. Okay. Au. So schaffen wir das nie. Und runter. Hoch. Stülpere den Bach runter. Durch den Fluss. Na komm. Natürlich wird davon zuschossen. Willkommen in Amerika. Ich meine, sie ist auf der Flucht, aber. Das wird wahrscheinlich in Deutschland auch, aber. Was soll es? Fällt ein. Über Stock und über Stein. Ich hab sie gesehen, sie kann nicht weit sein. Nein. Ein Hundi. So ein Scheiß. Hundi. Böses Hundi. Aus Hundi. Zwei. Maus. Licht. Hau ab. Und weiter. Hoch hier. Siehst du schon was?
linke Maustaste. Rechte Maustaste. Leertaste. Na komm, das müssen wir noch hinkriegen. Wir brauchen mehr Licht hier drüben. Ich sehe überhaupt nichts. Eins. Eins. Oh, Kacke. Dürfen uns nicht entdecken. Hier ist was zu sehen. Fuck! Wir haben dich erwischt. Fick dir, ne? Lass mich doch nur erwischen. Zentrale an Einheit 18. Einheit 18, ich höre. Eine Spezialeinheit ist jetzt unterwegs in eure. Was für Noob bin ich denn? Roger. Sie kommen dich abholen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Schon zum zweiten Mal gefangen genommen. Du musst mich hier rausholen. Guck mal, ihn hier. Das fällt doch sofort auf. Tut mir leid für ihn. Hilf mir ein. Na, wir sind auf der Flucht. Als ob das keiner gesehen hat, dass die Tür aufgegangen ist. Das ist perfekt. Okay, wie kommen wir da jetzt rüber? Erst müssen wir die anderen Polizisten ablenken. Verdammter Regen. Sieht nicht aus, als ob es jemals wieder aufhört. Fuck! Seht mal da! Es ist umgefallen. Jetzt. Und los. Jetzt gilt alles. Ich muss fahren. Holy shit. Ein Fahrlevel. Ich steuere das Ding. Wir fahren das doch in den nächsten Graben, wenn ich das fahren muss. Ey, ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Holy shit. Ja. Eins. Der Zustand liegt in mir, als wäre ich hier fahre. Oh. Straßensperre. Das war ja klar. Wie wollen wir da jetzt durchkommen? Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Also. Es geht los. Oh nein. Ich hoffe, das war Schutz genug. Sieht so aus. Feuer einstellen! Ich sagte Feuer einstellen! Straßensperre Tango. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Sie fährt nach Bakertown.
doch mal rankommen, wo wir zweimal gefangen genommen wurden. Snipe auf dem Dach. Erste Snipe ausschalten. Gruppe 3, in Position! Sie sind umzählt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Auf geht's. Sniper suchen. Ja. Wir haben einen Sniper. Was zur Hölle ist gelaufen? Die töten mich, Aiden. Du musst sie aufhalten. Ja, hier ist noch ein Sniper. Der ist noch am Leben. Wir sind am Arsch, wenn da ein Sniper ist. Es ist vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgeben. Nicht. Barrikaden aufstellen. Was können wir hier machen? Ihn hier. Hier kommt noch jemand. Ich will hier nicht draufgehen. Jetzt müssen wir hier ein paar ausschalten. Oder nur einen. Aiden, sie kommen! Du musst sie mir vom Leib halten! Ich tue mein Bestes. Tür auf! Die Tür. Ich wollte noch. Geht nur rein, ich. Ich komme jetzt hier vor, hier rum. Daran.
das ist doch erstmal eine fette Blockade. Noch ein Sniper. Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich Sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Ja, sie haben es kapiert. Im Zug verhaftet, im Wald verhaftet, die Stadt verwüstet, das Zugdach erreicht und dem Motorrad entkommen. Das war schlecht, zweimal verhaftet. So ein Blödsinn. Mein imaginärer Freund. Oh mein Gott. What the fuck? Mami! Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Nö, ich möchte erst mal aus dem Fenster steuern. Wo ist Greg? Na gut. Ah, scheint Weihnachten zu sein. Socken im Kamin. Der Tannenbaum ist geschmückt. Draußen liegt Schnee. So unrealistisch dieses Spiel. Schnee im Winter. Oh, der lief ein Film. Ne, der war zu gruselig. Den konnte man auch aus dem Fenster gucken. Jetzt muss das Fenster anwählen. Okay, jetzt können wir es nicht mehr. Sehr schade. Kekse. Kekse. Ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Ich hab jetzt Kekse. Weg Kekse. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Weg Kekse. Kleines, wie alt ist er hier? 6? 5, 6? Kleines 5 bis 6 hier, das Mädchen. Da oben steht ein Kekse. Jetzt müsste es eigentlich den riesigen Terror geben. Kekse.
wie jetzt Nachtisch haben. Nicht später. Ich will. Genau so. Kleine Kinder. Ich will. Komisch, dass es so ruhig ist. Gut. Können wir hoch? Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Nö, wir spielen. Klaus, Lustgarage. Viel zu artig für ihr Alter. Holy shit. Das war dann wohl ein. Ich frag mich, wie viel. Wir hatten am Anfang die Auswahl, obwohl das in chronologischer Reihenfolge oder in eine originale Reihenfolge, eine durcheinander gemixte Reihenfolge haben wollen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze in chronologischer Ausrichtung aussieht. Das werde ich. Ich denke, ich werde das jetzt hier für euch. Ich nehme das jetzt hier für euch auf. Ohne Twitch, ohne Stream. In Originalreihenfolge. Ich denke, ich werde das mit euch nochmal. Wird das dann mit euch auf Twitch nochmal in chronologischer Reihenfolge spielen? Da bin ich gespannt. Sie macht Elden. Da bin ich gespannt, wie das ganze Spiel wirkt, wenn wir das in chronologischer Reihenfolge spielen. Dann sind ja solche Sachen wie, ich denke, das hier wird so ziemlich, das ist ja, diese Szene ist ja, wird so ziemlich eine der ersten sein. Sie ist noch nicht mal ein. Noch nicht in diesem Heim oder in dieser Anstalt dort, wo Experimente an ihr gemacht werden. Hey Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Na dann. Ja. Wenn es immer fährt. Na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Beine brich. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut, er ist gerade auf der Arbeit. Ach, lass doch Aiden. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Da ist jemand neidisch. Ja, ich denke, das ganze Ding mit Aiden und so, es wird ein bisschen verwirrender, wenn man das in richtiger Reihenfolge spielt. Ich meine, hier. Das wird so ziemlich die erste Szene sein. Und eine der ersten Szenen. Wenn man dann.
eine gewisse... Jody? Hast du das Öl geholt? Hey, warum spielen? Komme! Lass mich doch mal spielen. Tür geht nicht auf. Oha. In den dunklen Keller, in die dunkle Garage raus. Das gruselige Monster, die Waschmaschine. Ach du Scheiße, die Puppe ist auch... Die Puppe ist auch creepy platziert. Was soll da schon schief gehen? Mit einem dunklen Keller. Was soll da schon schief gehen? Kanisteröl. Richtig, richtiges amerikanisches Haus hier. Mit Garage am Haus dran, durch die Tür getrennt. Danke, Schätzchen. Mami, darf ich Keks haben? Hey. Was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her. Und Keks haben. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Kann man hier nochmal fragen? Nee, kann man nicht. Sehr seltsam. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Ich will lieber hier sitzen und Fernsehen gucken. Geht leider nicht. Okay, dann will ich rausgehen spielen. Jody, wo willst du denn hin? Raus geht's nicht in den Garten. Okay. Darf ich nur im Garten spielen oder? Ja. Tschüss. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Also durch den Garten. Hat sie denn keinen zum Spielen? Geschwister scheint es ja nicht zu haben. Wie sieht es mit aus mit Freunden? Oh, das sind andere Leute. Hui. Das war ja nicht so spaßig.